Ghost Rares make a comeback once again with the all-new Ghosts from the Past Set. Ganz YouTube jagt die Ghost Rares from Ghosts from the Past. Und ja, es ist halt ein Hype-Set. Es ist cool, eine Ghost Rare zu ziehen. Die Frage ist halt, ist dieses Set überhaupt wichtig? Alle Karten, die drin sind, sind halt scheißegal. Jeder will die Ghost Rares haben. Und es geht immer nur darum, Ghost Rare, Ghost Rare, Ghost Rare. Und alle sind dabei. Jeder will ein Stück vom Kuchen. Okay, fine, we'll open them. Und heute möchte ich einmal drüber sprechen, wie krass ist der Hype von Ghosts from the Past überhaupt? Denn ich habe das Gefühl, der Hype ist einfach insane. Two little boxes of the brand new Ghosts from the Past set. Ihr habt richtig gehört, es ist so, so lange her, seitdem die letzte Ghost Rare geprintet wurde. Und was ist mit dem Ra-Set? Das ist einfach so crazy, dass alle sich quasi drauf stürzen wollen. Und gar nicht die Spieler generell, sondern einfach alle. Es gibt verschiedenen Creatoren einfach Content zu Ghosts from the Past zum Opening, einfach nur, weil die High-Value-Karten haben wollen. Aber ich habe mir gedacht, ich gucke mir mal ein paar Openings an, damit ihr das nicht machen müsst, um mal zu gucken, wie viele Ghost Rares werden überhaupt gezogen und wie viele ziehen halt keine Ghost Rares, denn ich habe das Gefühl, es werden sehr, sehr viele sehr enttäuscht sein, denn die Pull-Ratios von Ghost Rares sind nicht so krass. But now there's even reports that there's clumping with the ghost rares, which means that some cases may only have one ghost rare and some may have like several, so it's not even like evenly distributed. Ein Trend, der mir aufgefallen ist, ist, die Thumbnails von Ghosts from the Past sind ziemlich weird. Vielleicht ist das noch mir aufgefallen, aber manche davon sind echt richtig witzig. Wir haben zum Beispiel einmal DTV, der Ghosts from the Past zum Fressen gern hat. Leute, die versuchen mit Scheren das Display zu öffnen, auch cool. Dann haben wir jemanden, der sich versteckt vor dem Display, ist auch ganz witzig. Und jemanden, der Physik quasi einfach mit seinen Händen ausgeschaltet hat, das ist auch ganz interessant. Und natürlich das klassische Beispiel mit zwei Boxen. Beide Hände voll, gewichthebermäßig. Und natürlich dieses ganz weirde Thumbnail mit der Box und Karten drin und der Mund ist so halb drin noch. Warum ist das so? Das Thumbnail ist einfach so weird. Ich verstehe nicht warum, aber es ist irgendwie, es ist einfach nur weird. Und das muss ich sagen, das Thumbnail von Team Samurai X1. Die Frage ist natürlich jetzt, wie hoch ist die Chance, halt diese Ghost Rare zu ziehen? Wie viele ziehen da wirklich Ghost Rares? Wie viele Cases wurden aufgemacht? Wie viel ist halt wirklich drin? Und ich muss euch sagen, die meisten ziehen halt überraschenderweise keine Ghost Rares. No Ghost Rares, we've opened 45 packs here, so. Ich glaube, wir haben echt coole Karten gezogen. Alte Reprints, neuere Reprints und neue Karten. Leider keine Ghosts dabei. No Ghost Rare again. Es ist, wie Simo schon gesagt hat, relativ schwierig, Ghost Rares zu ziehen, weil es manchmal eine pro Case ist, manchmal ist in einem Case gar keiner drin, manchmal zieht man sowas hier. We got Blue Eyes Alternative and Crystal Wing, which is awesome. Aus einem Case. Es ist halt wirklich schwierig. Der Hype um dieses Set ist einfach so enorm groß. Und ich würde einfach mal euch fragen, findet ihr den Hype gerechtfertigt? Ich persönlich finde natürlich Ghost Rares cool. Oh God, we got on the first one. What? Oh my goodness, I can't believe it! We pulled a Ghost Rare Firewall Dragon! Aber das war's halt einfach auch schon. Es ist halt wirklich nichts, was in dem Set drin ist, außer Evenly Matched, was nur ansatzweise in die Richtung geht von dem, was cool ist und von dem, was die Leute auch haben wollen. Denn ich habe das Gefühl, dass die ganzen Karten wirklich komplett scheißegal sind. Und alle wirklich nur auf die Ghost Rares sind, auf den High Value. Fingers crossed for the slightest chance to see one for today's opening. Die Leute schreiben quasi in ihre Titel rein, dass sie Ghost Rares gezogen haben. Ja, aber dann brauche ich mir das Video doch gar nicht mehr angucken. Das ist doch, ich weiß doch, was passiert. Das ist doch, jeder will die Klicks mitnehmen. Was ich auch verstehen kann, aber es ist halt trotzdem so, ja, cool, du hast eine Ghost Rare gezogen. Weiß ich, bevor ich draufklicke. Warum soll ich mir das angucken? Ich bin generell nicht so der Typ, der sich jetzt so krass Openings anguckt, aber ich habe mir das wirklich für euch mal gemacht und mir habe ich mal alles anguckt. Und ich muss wirklich sagen, die Openings von der Qualität her schwanken von extrem professionell zu extrem Budget. Und finde ich halt wirklich einfach sehr, sehr witzig von dem, was halt da geöffnet würde. Also ich muss wirklich sagen, der Hype ist halt da. Ich feiere den Hype, aber ich finde, das geht in die falsche Richtung, weil das mehr zu dem halt, ich will halt die eine Chase-Karte haben. Was bei den normalen Yu-Gi-Oh!-Produkten normalerweise auch so ist, verstehe ich mich nicht falsch. Also mein Tipp an euch, kauft euch das Set wirklich nicht. Es sei denn, ihr habt wirklich Spaß daran, Boxen zu öffnen. Das Set ist wirklich vom Value-mäßig her, es lohnt sich halt wirklich nicht. Denn ihr investiert halt richtig viel Geld, um es halt nicht zu bekommen. Für alle, die Openings Spaß machen, macht es.
dafür lohnt es sich auf jeden Fall und ihr habt natürlich die Chance, eine Ghost Rare zu ziehen und euch zu freuen, dass ihr sie gezogen habt. Dann würde ich aber sagen, das war schon mit meinem kleinen Recap zu den Openings von YouTube, denn ganz YouTube ist ja gehypt auf die Ghost Rares. Was ist eure Meinung zu dem Set? Lasst mir die Kommentare da, lasst dem Channel mal ein Abo da, falls ihr mehr vom Content sehen wollt und dann sehen wir uns im nächsten Video rein. Ciao Leute.